Hallo, liebe Zuschauer, Freunde, whatever, willkommen. Das ist Chicken Raiders Revenge of the Yorick, auch bekannt als Chicken Raiders 3. Ein wirklich wunderbares Spiel. Episode 3, ach ja, das erinnert mich ja total mit der Schrift an Star Trek. Oh, nein, natürlich nicht. Stark an Star Wars angelehnt, würde ich mal sagen. Okay. Ich habe irgendwie keine Lust, den Text vorzulesen. Ich will jetzt eigentlich meinen eigenen Krempel labern. Also, Chicken Invaders 3 ist mit Abstand besser als Chicken Invaders 2, kann ich sagen. Hat eine richtige Story, wird also kein One-Part-Dingen mehr, sondern schon ordentlich ein richtiges Spiel zumindest sein, ne? Was noch? Ja, ich freue mich endlich, dass man das spielt. Ab dem dritten Tag kann man nicht mit der Maus steuern. Und ich muss nicht mal mit dem Gamepad zocken. Und das ist eigentlich für so ein Spiel viel cooler und besser. Und es gibt viel mehr Waffen. Und viel mehr Abwechslungsreichität. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Ich bin irgendwie... Ich will eigentlich nur, dass das Spiel startet irgendwie gerade. Komm. Ja, ja. Okay, ich habe verstanden. Ist mir egal. Ich könnte eigentlich auch wegklicken, aber das will ich jetzt irgendwie nicht so machen. Okay, das sind wir. Ich habe mir schon mal Account hier zugelegt. Hello, Marco. Hier haben wir eine Hall of Fame. Die ist leer. Options. Eigentlich gerade nicht interessant. Die Credits könnt ihr am Ende anmachen. Continue habe ich noch nicht. Wir können auf 3 Stufen spielen. Entweder normal, härter oder super hart. Aber der ist noch nicht freigespielt. Aber ich spiele es nur einmal durch, und zwar auf der normalen Stufe, weil so gut bin ich da jetzt auch wieder nicht. Also fangen wir an. Da haben wir schön das ganze Universum mal wieder. Und in der Milky Way, was heißt Milky Way? Milchstraße war das, ja. Da, ach, guck mal, da ist sogar schon ausgeschildert, wo das Sonnensystem ist. Ja. No, wäre cooler, wenn das Spiel gar nicht auf Englisch wäre. Ich glaube, das gibt's aber nur auf Englisch. Leider. Okay. Immer die schöne Vorgeschichte. Ach nee, was kommt denn da? Eier kommen auf uns zu. Das ist ja mal übelst uncool. Toll, mein Bildschirm. Ich habe gerade noch geputzt und jetzt schon wieder verdreckt. Ja. Hi, Sonne. Wie geht's denn so, Sonne? Ach, da sind wir, oder? Ja. Das sieht sehr stark nach uns aus. Also, unser Spaceship. Achso, ich glaube, das knüpft direkt auf an den zweiten Teil ein, wo wir die Welt ja gerettet haben, was wir im Let's Play überhaupt nicht getan haben. Und wir sind wieder im guten alten Space Burger. Der Laden, der in einer Burgerform geformt ist. Double Chicken Burger mit extra Käse und... But wait! Was ist denn jetzt los? Wir wollen doch nur was zu fressen haben. Schönen Drive-In. Hast du das gesehen? Da, hinter der Sonne! Du musst da hingehen und es überprüfen. Ey, aber wir haben doch gar kein Mittagessen gehabt. Du musst. Los. Ja, unser armer Held kriegt nichts zu essen. Muss ja mal wieder hinter die Sonne fahren und gucken, ob da... Oder beziehungsweise was da los ist. Also los geht's. Oh nein. Ein... Was ist das? Oh, das sagt der Typ sogar auch. Okay. Ein Eigelb? Das ist, das Yorick, der Yorickstar, Trademarks. Das große, böse, ach so, die Chickens haben sich hinter der Sonne versammelt und, ja, keine Ahnung. Da kommen sie alle rausgestürmt. Und das ist das große, böse Hauptmutterschiff. Nehme ich mal an. Und jetzt geht's los. Hier wird nochmal die Steuerung kurz erklärt. Wir haben so eine fette Waffe gleich zu Anfang, ja. Also das ist der Prolog. Und wir müssen zeigen, wer hier der Boss in diesem Spiel ist. Indem wir den hier anschlagen. Also oben mittig haben wir eine Leiste, wie viel der Boss eigentlich aushält.
Und oben links ist dann die Leiste, wann unsere Waffe überhitzt ist. Ja, sie kann überhitzen. Was teilweise sehr gemein sein kann. Es gibt viel mehr Verschiedenes zu essen. Und damit hätten wir zumindest den Anfang schon mal gepackt. Unten sehen wir... Nein, ich will das doch sehen. Ach Mensch, ich war noch voll am Erklären hier. So, damit wäre ein Boss gekillt. Ha, ist das das Beste, was du drauf hast? Aber das lässt sich das große Eierschiff natürlich... Ach, jetzt haben wir ihn sauer gemacht, indem wir ihn provoziert haben. Er wird ganz rot. Was macht er da? Sieht nicht gut aus. Ach, okay, das ist unser Schild. Und wir werden weggeschoben. Durch die fette Laserkraft. Nein, in ein schwarzes Loch rein. Nein! Sei vorsichtig! Jo, oh nein! Verdammt! Wir wurden weggeschlagen. Also liegt es jetzt an uns. Zurück. Da, irgendwo sind wir hingeflogen. Und unser Ziel ist, zurück zum Solarsystem zu kommen, um dieses Teil zu besiegen. Da hinten sind wir. Und da unten müssen wir jetzt hin. 100.000 Lichtjahre. Yo! Also los geht's. Oder kommt jetzt noch mehr Story? Ach so, jetzt kommen wir erstmal aus dem schwarzen Loch rausgeschossen. Nein! Sowas aber auch. Und unser Held ist jetzt ganz weit weg. Keine Ahnung. So viele Fremdwörter. Und hat Hunger. Ach nein. Das ist schrecklich. Nein, nicht das. Ja, der Erzähler muss unserem Helden ja klar machen, dass wir das ja unbedingt zerstören müssen. Und nix, keine Zeit haben, irgendwas zu essen. Oder die Erde, die wir kennen, ist Toast. Alright. Let's do it. Ja, also, auf geht's. Falsche Seite. Oh nein. Oh Mann, das war peinlich. Und da sind wir. Wir haben leider nicht mehr die super fette Waffe, sondern die rote, die wir aus dem zweiten Teil kennen. Unten haben wir unsere Leben, unsere Anzahl an Raketen, unsere Feuerpower-Stufe und unsere Anzahl an Keulen. Oder beziehungsweise an Nahrung. Sobald wir 50 sammeln, kriegen wir eine Rakete zuspendiert. Diesmal, im Gegensatz zum zweiten Teil, wird diesmal haargenau dokumentiert. Es gibt auch verschiedenes an Essen. Es gibt nicht nur überwiegend Coin, aber nicht nur. Es gibt auch manchmal Burger. So, die müssen wir zerstören. Und wie ich schon mal gesagt habe, okay, wir haben schon mal unsere erste Rakete bekommen. Und komm, die zerstören wir alle. Und auf jeden Fall stört man den Teil mit der Maus, was sehr viel komfortabler ist. Was ich, kann ich schon mal auf jeden Fall sagen. Und noch ein Grade Up. Wir sind schon auf Stufe 2 hoch. Und okay, grüne Waffe. Einfach mal zeigen. Es gibt auf jeden Fall mehr verschiedene Waffen als im zweiten Teil. Im zweiten Teil gab es ja nur 3 Waffen. Hier gibt es, keine Ahnung, mehr als 3. Oben auf jeden Fall die Leiste, wann es überhitzt. Und das dürfen wir nicht zulassen, weil dann dürfen wir ein paar Sekunden nicht drauf feuern. Naja, kann ja mal passieren, ist auch nicht weiter schlimm dann. Ist halt nur nicht so gut. So, okay, die hängen ja an Ballons. Und das macht die irgendwie ein bisschen härter. Man muss schon mehrmals draufhauen. Übrigens mag ich die grüne Waffe irgendwie gar nicht. Die schießt irgendwie nicht so... die schießt viel zu klein, wie sage ich das? Die schießt nicht so verstreut auf mehrere Gegner drauf. Das ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, wir finden gleich mal eine andere. Okay, erstmal ein Grade Up. Das ist geil. Von Eiern dürfen wir uns natürlich immer noch nicht treffen lassen. Weil die immer noch böse sind und direkt zerstören. Gut, hier und hier und... Ich finde, der Teil ist auf jeden Fall viel besser gelungen als der zweite. Viel besser. Auch Musik. Also die ersten zwei Teile hatten ja nicht immer Musik drin. Hier hat das einen schönen Soundtrack immer. Oder Soundtracks mehrere. So, okay, da haben wir Geld. Bronze ist weniger weniger wert als Silber und Gold. Und, oh, ein bisschen vorsichtiger sein. Besser.
So, oh komm, gib mir noch irgendwas Cooles. Ab 1 Million Punkte kriegen wir auf jeden Fall ein Leben. In diesem Spiel bin ich mir 100% sicher, dass das so ist. Und Treble Trouble. Try saying that 3 times fast. Treble Trouble, Treble Trouble, Treble Trouble. Ich hab's geschafft. Ist dreimal schnell zu sagen. Okay, komm, sterb, 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 sterb. Ich mach mich alle fertig. Rote Waffe. Ach, wieso wechseln wir nicht wieder zu roten? Nee, rote mag ich mehr. Guckt, die schießt schön verstreut. Auf jeden Fall besser. So, die ganzen Hähnchen, die bringen 10 Punkte und ein normales, eine normale Keule halt nur ein. Bei 50 gibt es eine Rakete. Ist auf jeden Fall sehr übersichtlich gestaltet. Es wird sogar immer angezeigt, wann wir eine bekommen. Hier geht jetzt mal. Und immer die schönen Crunch-Sounds, wenn wir irgendwas abfangen. Guck. Klingt immer sehr gut. Achso, da gibt es noch diese gestreiften Typen hier. Die geben immer 3 goldene Münzen. Also eine Menge Punkte. Das will ich jetzt mal nicht haben. Ach, noch mehr von euch. Okay, ich verstehe. Und ja. Wave 9 ist Bonus-Challenge. Was habe ich noch mit dem Reden? Da ist überall Geld noch versteckt. Aber dennoch sind diese Schatzkisten gefährlich. Wenn wir sie berühren, verlieren wir auch ein Leben. Aber es gibt trotzdem ordentlich Geld. So, her damit. Alles für mich. So, ach guck mal, wir haben schon ordentlich Punkte. Uko Encounter. Unser erster Bossgegner. Was macht der? Wow, wow, wow. Vorsichtig. Ich könnte auch einfach mal Rocket hier drauf hauen. Und dann ist er schon tot, ja. Das war Boss und Kapitel Nummer 1. Erfolgreich abgeschlossen. Yay! Wir fliegen rum und sind cool.